Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Alaska und der 500er Karte. Wir haben Tag Nummer 8 und wir stehen auf Rang Nummer 84 mit 7 Siegpunkten. Und heute war ein wirklich sehr ereignisvoller Tag, denn was passiert ist, ist, dass der Angriff auf Dawson durch unsere beiden Allies, die anderen Allies, begonnen hat. Dawson ist immer noch mit uns alliiert, aber jetzt vermutlich bereits AFK, denn der Angriff war so ein Stück weit bereits abzusehen heute. Wir haben uns an dem Ganzen nicht beteiligt, aber wir haben es gut gehießen und es war eh klar, dass es passieren würde. Und jetzt wird hier gerade Dawson aufgeteilt zwischen unserem Ally Aklavik und unserem neuen Ally hier unten, das ist Point Moody. Und ich denke, das ist wichtig und richtig, denn es war zum einen klar, dass sie sich zu sehr überextenden. Sie hatten fast keine Truppen mehr, hatten hier drüben schwere Niederlagen gehabt gegen Chicken, gegen Anchorage und somit war das wichtig. Und wir bräuchten auch einen Ally, der uns nicht einfach so hintergeht mit der Allianz mit Anchorage. Von daher war das, denke ich, ein guter Schritt und Point Moody wirkt auch wirklich sehr sympathisch und sie hatten ja auch keinen Grund, das nicht zu tun. Sie waren ja mit ihnen nicht alliiert, das heißt, sie haben auch niemanden hintergangen, sie haben einfach das eben nur gemacht. Und Aklavik kann ich ehrlich gesagt verstehen, weil ihnen wurde die Provinz hier unten gestohlen, ohne Grund, ohne Kampf von Dawson. Da wäre ich auch so ein bisschen angefressen, ehrlich gesagt. Also das hier eine für uns gute und vor allem auch verständliche Sache. Anchorage aber ist weiterhin ein Problem. Ich hoffe, durch diese baldige Grenzverschiebung hier drüben wird das dann kein Problem mehr sein. Denn Anchorage hat leider heute uns hier die Provinz Kala weggeschnappt, die Hauptstadt von Nordwest-Alaska, dadurch dann doch den Moralboost bekommen, den wir ihn eigentlich vermeiden wollten, den sie nicht haben sollten. Haben jetzt doch Moral bekommen und sie haben auch übrigens mit Goldmark Moral erhöht, muss man dazu sagen. Gerade hier in Anchorage, wo wir eigentlich Moral auch reduziert hatten, haben sie mit Goldmark Moral erhöht bereits heute Morgen. Also auch das machen sie. Wir müssen weiter vom Schlimmsten ausgehen. Auch hier unten in Tainuk haben sie den Angriff abgewehrt mit fast keinen Verlusten und die Festung weiter ausgebaut. Also auch da Goldmark-Einsatz ohne Ende. Wir müssen mit dem Schlimmsten immer rechnen. Wir stehen jetzt relativ weit aufgeteilt. Im Notfall können wir uns immer zurückziehen nach Atemut und dort halten. Wir sind, denke ich, in unserem Heimatland sehr kompakt und gut aufgestellt. Die Nordfront hier oben gerade etwas riskant, etwas gefährlich. Wir werden sehen, was da dann passiert. Ich denke, wir warten einfach nur fürs Erste. Wir werden jetzt auch Hot Spring nicht einnehmen. Wir werden warten, dass sie hier weitermachen und werden dann vor allem warten auf unsere Allies, die hier drüben aktuell keine Verteidiger vorfinden dürften. Und dann sollte für uns alles okay sein. Ich weiß, Aklavik noch ein bisschen vorsichtig sein hier drüben, weil hier noch Truppen aus North Alberta und Fort Enterprise stehen. Aber ultimativ wird vor allem Point Moody einen großen Beitrag leisten zum Ende von Anchorage. Die Frage ist eben nur, werden sie jetzt auch noch, weil wir Tag 8 haben, Artis bauen? Werden sie Artis vor allem jetzt auch spammen? Das können sie nämlich tun. Wir hoffen es nicht, aber wir bauen bereits eigene Artis, ohne Goldmark natürlich, in Fort Alexander und in Otko Vigamut. Da bauen wir aktuell die Fabriken aus. In einem Tag und 19 Stunden sind die fertig. Aber sie könnten theoretisch direkt mit Goldmark die Fabrik fertig bauen und sich auch direkt Artis gönnen. Das wäre eine Option. Ich hoffe, sie schreiten nicht dazu. Das wäre für uns nämlich echt doof. Also wir müssen mal schauen, was passiert. Ich hoffe, sie machen es nicht, aber es kann eben sein, dass sie es machen, dass sie jetzt Artis bauen. Wenn das so wäre, wir haben noch 28.000 Goldmark in Reserve. Hab heute ein bisschen was genutzt in der Australien-Runde. Aber werdet ihr auch sehen, warum und was und wie das da passiert ist. Und ja, wir haben noch eine kleine Reserve, können die also nutzen. Es wäre aber nicht viel. Wir könnten vielleicht 4 Artis damit bauen. Und wenn sie ein bisschen mehr bauen, wäre das schon fast unmöglich zu kontern. Ich hoffe einfach darauf, dass der Druck von allen Seiten dann zu viel ist und sie das nicht mehr weiter aushalten können. Irgendwo ist ja auch Schluss, denke ich mal. Sie werden sicher nicht ewig weiter Gold ausgeben, gerade weil die Runde für sie relativ lost ist. Also jetzt 3 Nationen, die an Grenzen so zu besiegen, das ist schon ziemlich schwierig. Auch mit Gold wäre eine ganz schöne Investition. Und dann hängen sie immer noch hinten dran und haben auch keine gute Moral. Es wäre also sehr unwahrscheinlich, dass es für sie gut laufen würde. Von daher denke ich mal, wird es das für sie sein und morgen kann dann der große Angriff kommen. Wir werden noch warten, müssen leider, werden dann auch sehen müssen, was hier drüben steht und werden auch versuchen, weiter unsere Spione einzusetzen. Wir sind weiter dabei, hier auch Moral zu reduzieren. Sie bauen auch weiterhin Panzerwagen. Ja, ich weiß nicht. Also, sie haben auch überall, wie es aussieht, Kasernen gebaut, spannenderweise. Das wird auch niemals was werden für sie. Das ist ja total ineffizient, was sie für einen Ressourcenaufwand haben müssen. Ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass sie auch dauerhaft mit Goldmark Ressourcen kaufen, weil bei dem Verbrauch ist überall hier auch
wie es aussieht, Werkstätten zu haben und Kasernen zu haben, das kann überhaupt nicht gut laufen. Also ja, ich rechne mit dem Schlimmsten. Aber wir haben bald überlebt und zumindest hier oben einiges bekommen. Dass wir ja auch Wary eingenommen hatten, die Hauptstadt war wirklich gut für uns. Ich hätte gerne noch das hier gehabt. Kalla wäre toll gewesen, gerade weil ich es ihnen wirklich gerne auch vorenthalten hätte. Das wäre für uns besonders wichtig gewesen, weil sie eben jetzt wieder Moral Plus haben. Und gerade der Süden war doch sehr geschwächt, 70-80%. Das ist für die Heimatregion im Early Game wirklich hart. Und jetzt haben sogar die Provinzen hier oben wieder 50% plus. Das ist echt schade. Das wäre für uns ein großer Sieg gewesen. Aber ansonsten für uns eigentlich jetzt alles okay. Die Lage diplomatisch ist wirklich sehr stabil. Wir werden die Koalition dann später oder morgen erstellen mit Point Moody und mit Aklavik. Wir werden dann auch weiter für neue Allies schauen. Ich kann mir gut vorstellen, ein bisschen weiter im Süden zu schauen. Die haben bereits jemanden, die Americas. Das wird unser Konkurrent sein, vermutlich sehr bald. Wir werden mal sehen. Vielleicht hier sehe ich gerade das Atlantic Powerhouse. Auch spannend. Eventuell können wir die abwerben. Hier oben Maine, das wäre schöner New Brunswick. Oder auch Pennsylvania, sind bereits in New England dabei. Irgendwas in der Richtung, vielleicht Indiana, wie es auch gerade ganz schön stark. Oder hier Wisconsin. Da können wir sicher jemanden finden oder zwei. Und dann eventuell noch jemanden oder zwei in Asien. Gerade jetzt hier in der Mandschurei, in Russland oder in China. Da wäre Henan wirklich gut. Würde ich sogar gleich mal eine Nachricht schicken. Das wäre ein sehr, sehr guter Ally für uns, bereits auch sehr groß. Würde hier uns einiges an Furcht und Arbeit nehmen Richtung Osten. Kann ich mir gut vorstellen. Also irgendwas in der Art. Wenn wir eben jetzt nur irgendwie Anchorage besiegt bekommen, dann können wir auch weiterschauen. Ich denke mal, es wird möglich sein. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie weiter mit Gold spielen würden, wenn die Lage so aussichtslos ist, weil es eben doch eine starke Investition wäre. Ich denke auch, dass sowohl Aklavik als auch Point Moody das deutlich besser hinbekommen im Vergleich zu Dawson. Denn Dawson ist ja einfach reingerannt, ohne aufzupassen, wir haben sie gewarnt. Und daher hoffe ich, zumindest von dem, was ich bisher sehe, dass das Point Moody besser kann. Und ich glaube fest daran, dass sie es besser können. Sie haben auch gerade nur wirklich eine Provinz, die irgendwie gefährlich wäre, hier unten Richtung North Montana. Da ist noch ein Spieler hier auch. Das ist hier Athabasca Landing. Die sind in Americas, das ist gefährlich. Eine gefährliche Koalition müssten wir eigentlich lieber schnell ausschalten. Also es hat wirklich höchste Priorität, das hier bald zu schaffen, denn die müssen dringend nach Osten, nach Süden schauen. Und wir müssen dringend rüber nach Russland. Daher wirklich 2 Tage Maximum, sonst ist es zu spät. Aber ich bin sehr positiv, dass wir das schaffen können. Ganz sicher. Ich glaube fest an uns. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.